Vieles ist schon gesagt worden zum Konzept der regionalen Ankerpunkte, sei noch angemerkt, die Landesregierung setzt für eine Teilnahme an dem Auswahlverfahren voraus, dass die kommunale Ebene sich mit mindestens 10% an der Finanzierung beteiligt. Zudem wird erwartet, dass in der zweiten Phase dieser Anteil deutlich ansteigen wird. Es soll von Seiten der Kommune, Zitat, ein Bekenntnis zur Entwicklung des kulturellen Ankers auch über den Förderzeitraum hinaus geben, Zitat Ende. Es sollen also konkrete Aussagen zur Weiterfinanzierung nach dem Förderzeitraum getroffen werden. Hierbei sei darauf hingewiesen, dass die Gefahr besteht, dass den Kommunen über die Hintertür Ausgaben für unbegrenzte Zeit aufgebürdet werden, wenn die geförderten Projekte auf einem ähnlichen Qualitätsniveau nach dem Ende des Förderzeitraums weiterbetrieben werden sollen. Dies ist in Zeiten, da gerade die berlinfernen Kommunen hochverschuldet sind, durchaus problematisch. Konkretere Angaben wären auch bei dem Thema Kulturort des Jahres gut gewesen. Der Nachhaltigkeitsbonus, den die ausgewählten Kulturorte erhalten sollen, wenn ihre Aktivitäten in eine Langzeitstrategie hineinfließen, ist der Idee nach gut. Allerdings hätten wir von diesem Konzept erwartet, dass klar benannt wird, nach welchen Kriterien dieser Bonus vergeben werden soll, denn was gilt in diesem Zusammenhang als nachhaltig? Dass die Einrichtung des Wettbewerbs Brandenburger Kulturort des Jahres eine gute Sache ist, haben wir schon bei der letzten Lesung deutlich gemacht. In dem Landtagsbeschluss, dem dieses Konzept zugrunde liegt, wurden drei maßgebliche Entscheidungskriterien für den Wettbewerb und im Titel Kulturort des Jahres genannt. Erstens die Partizipationsmöglichkeit für die Bevölkerung vor Ort. Zweitens die Darstellung der regionalen Besonderheiten. Und drittens die langfristige Wirksamkeit der geförderten Aktivitäten. Im Ganzen kann gesagt werden, dass die im Konzept vorliegenden Kriterien dem Beschluss entsprechen. Die Bevölkerung sowie Künstler und Kulturorganisationen der Region sollen eingebunden werden. Das lokale Kulturerbe und traditionelle Kunstarten sollen vertreten sein. Eine Zusammenarbeit mit weiteren gesellschaftlichen Bereichen sowie den lokalen Behörden soll angestrebt werden. Da der Titel kein Selbstzweck sein soll und zudem Aufmerksamkeit erzeugen sollen, sind die genannten Punkte und der Vergaberhythmus von 2 Jahren sinnvoll. Auf diese Art und Weise kann sicherlich dazu beigetragen werden, kulturelle Arbeit in Brandenburg zu stärken. Vielen Dank.